Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion. So, im Vergleich zur letzten Woche habe ich jetzt gegessen, beziehungsweise nicht im Vergleich zur letzten Woche, für mich ist es vielleicht eine halbe Stunde her. Ich habe eben schnell gegessen und auch nochmal schnell Abendessen gekocht für meinen Mitbewohner, der später dann aus der Spätschicht kommt. Jetzt wollen wir aber mal hier in die 3D-Welt gehen und uns hier den Dungeon angucken. Okay, alles dunkel, ich höre Gegner. Dann fangen wir doch mal an. Oh, da hinten ist Feuer. Okay. Und wir haben hier schließlich eine Fackel. Machen wir so an. Zack. Hier schön. Schön hier moosbewachsene Wand. Also man muss hier einfach bedenken, das Ganze hier hat ja Billboarding-Technologie. Das heißt, es ist einfach ein 2D-Bild, was immer zu uns guckt. Zumindest bei bestimmten Sachen. Also ich höre auf jeden Fall ganz laut Warnjacks. Links oder rechts? Lass uns mal links entlang gehen. So. Wir müssen auch hier bei der Wand gucken. So eine typische Sache, die man da sieht, ist, dass an den Wänden dann irgendwelche versteckten Schalter sind, indem die Wand einfach anders aussieht an einer Stelle. Okay, das sind nicht. Das ist ein verschlossenes Fallgitter ohne Schloss. Und ja, auch hier sieht man wieder, dass es sind zwei Fallgitter gerendert. Einfach weil es ein Würfel ist. Das gleiche Bild, die gleiche Textur an allen Seiten hat, sozusagen. So, dann gucken wir mal. Hier ist ein kleines Schalterchen. Ich bin sicher, wenn wir das jetzt drücken, dann kommen bestimmt die Warnjacks auf uns zu. Das heißt, das machen wir mal. Plopp. Die Steinwand verschwindet zügig im Boden. Hm, eine recht wirkungsvolle Mechanik. So, ich nehme an, hier ist jetzt irgendwo... Ah, hier ist also ein Hebel. Das ist natürlich interessant, dass das... Oh, die sind bläulich. Sind die vielleicht... Nee, das ist noch der normale Angriff, den wir schon kennen. Okay. So, da Warnjacks relativ schnell sind, mache ich das jetzt so. Lass erstmal die Runde starten, dass sie zu mir kommen. Oh, ich war doch schneller als die. Okay, ich bin es gewohnt, dass die zuerst angreifen. Und dann geht die Klappe kaputt. Sondern dann gleich reparieren lassen. So, was hat Meltas denn? Er hat den Kristalldolch. So, gut, ja. Und dann fängst du erstmal den hier ein. Mist, siehst du, das ist, oder seht ihr das, was ich hier gemeint habe? Die bewegen sich dann ganz schnell. So, jetzt ist Tom auch vergiftet. Dadurch, dass die Kappe kaputt ist. Dann gehen wir jetzt her und machen einfach hier einmal volle Lotte. So. Auf den. Ah, der kann ruhig. Ich gehe davon aus, dass das reicht. Ja, der greift natürlich Tom an, ist klar. So, einmal volle Lotte auf den drauf. Und dann kommt gleich noch das Gift dazu. Oh, Tom ist in Panik, also müssen wir einen anderen Anführer suchen. Ich hoffe, dass er hier mit seiner Heilung noch schnell genug ist. Dann bewegt sich er hier rüber und sie verwendet die Dornenschlinge, dass die schon mal nicht mehr angreifen kann. Jawohl, das sieht doch gut aus. So, Tom wird jetzt fliehen, das ist aber nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Die Dornenschlinge geht jetzt nochmal dahin. Und wir greifen hier an. Wie schaut das aus? Meltas ist natürlich im Nahkampf besser als im Fernkampf. Sira steht aber sehr günstig zum Fernkämpfen. Ah, ich denke, das reicht. Das heißt, sie sollte die Dornenschlinge machen, dass der, genau, dass der stehen, dass der da bleibt. Weil jetzt wollen wir natürlich unsere XP haben. So, jetzt ist Rainer geflüchtet. Dann kann Sira macht einfach gar nichts. Ich kann nur eine Magie anwenden auf jemanden, der vom Kampffeld ist. So, der kann jetzt gar nichts mehr machen. Bis zum Rest des Kampfes hängt der jetzt da in der Dornenschlinge drin. So, Meltas ist Stufe 6, das heißt, dass er jetzt, so, sorry, dass ich jetzt unterbrechen muss, eben gedanklich, ich muss jetzt eben schnell darauf achten, ich muss hier eine Vergiftung heilen bei ihm und dann muss ich auch noch so machen, so, das sollte reichen. Das Blöde ist, dass die Kappe kaputt ist. Aber dann geben wir ihm erstmal die von Rainer. So, jetzt haben sie auch alle wieder, tragen sie alle wieder zu viel. Das ist natürlich herrlich.
sind alle am Limit, ne? Naja, sie ist sogar schon ganz am Limit. Eine runter, das reicht nicht. Meltas kann auch, na, auch nur ein paar Gramm. Dann schmeißen wir einfach einen Eimer weg und dann kann Meltas etwas mehr tragen. So, du. Weil er ist an der Kapazitätsgrenze. Die Vanya-Kugel geht an Meltas. Die Vanya-Kugeln hier auch gehen an Meltas. So. Einer sollte mich möglichst gar nicht viel machen. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Gehen wir zurück? Was können wir verkaufen? Eigentlich gar nichts Großes. Die will ich aber halten, die zwei. Ja, es ist gerade blöd, wegen dem vielen Wasser, was wir mit uns rumtragen. Also, den Hebel hier möchte ich jetzt erstmal so lassen. Ich möchte erstmal gucken, was hier ist. So, hier ist ein Haufen Gerümpel, unter dem scheinbar etwas Interessantes liegt. Und zwar eine Silberkette, die er tatsächlich nicht tragen kann. Eine Axt. So. Und 8 Gold. Die geben wir auch erstmal Meltas. So. Noch haben wir genug. Tatsächlich haben wir das Problem, dass auch Meltas jetzt an seine Kapazitätsgrenze kommt. Aber ich schmeiße lieber noch einen Eimer. Das, die vielen Eimer Wasser sind ja nur ein. Ich möchte nicht so oft neu kaufen müssen. Also, das ist westliche Rüstung. Das ist also hier. Ich kann hier gerade gucken. So, dann schauen wir hier. Diese Gitter sind noch da. Ich nehme an, dass jetzt eines von den. Da ging es jetzt irgendwie nach links, oder? Ja, okay. Ich stand genau an dem. Ich habe es nicht gesehen. Und wie ich mir gedacht habe, diese Gitter sind verschwunden. So, jetzt hier. Schalter lässt sich nicht bewegen, das ist tatsächlich der Schalter für die andere Seite. So, und hier sind jetzt Flammen, die sich bewegen. Und auf der Übersichtskarte ist ein Spezial. Das sind Platten im Boden scheinbar. Neben einer Menge Bodenplatte sind hier große Flammen zu sehen, die sich unberechenbar über den Boden bewegen. Genau. So. Eine Blumensäule, die früher diese Räume geziert hat. So, hier sind Bodenplatten und dann ist. So. Ein Haufen alten Gerümpels. Rainer stöbert ein wenig darin herum, kann aber nichts Verwendbares entdecken. Darauf trinke ich mal einen Schluck Kaffee, den ich mir jetzt nach dem Essen nämlich nochmal besorgt habe. Schöner Kaffee. Leute, denkt dran zu trinken. Das ist wichtig. So, weiter. So, wir haben das Ende des Raumes, einfach um zu gucken, ob da noch was ist. Nein, hier ist nichts, hier ist nichts. Dann geht's hier, geht's tatsächlich weiter. Okay, also hier sind die Schalter. Die lasse ich erstmal in Ruhe. Und schaue erstmal weiter. Da kommt jetzt nochmal ein Angriff. Okay. Das ist aber ein einfacher Angriff. Da ist kein großer dabei. So, Sira, du wirst jetzt in den Fernkampf wechseln. Ach, kann es sein, dass die Bolzen gar nicht nehmen muss zum Angreifen? Angreifen? Nein, keine Munition. Okay, das heißt, ich muss ihr. Das ist natürlich komisch, ich muss das Schild aus der Hand nehmen. Nein, ich möchte nicht mich zu weit bewegen mit der Maus. Nehmen wir das hier mal. Ja, okay, das ist ein einziger nur. Gut. So. Dann warten wir erstmal. Ja, Tom kriegt jetzt einiges ab. Deswegen greift sie jetzt den da hinten an und Rhea greift hier an. Ich glaube, tatsächlich sollten wir gucken. Drei Angriffe, geil. Tatsächlich sollten wir gucken, ob wir nicht lieber zurückgehen, weil die sind ziemlich heftig gerade. Weil Tom seine. Ja, Moment, Tom hat doch die. Tom hat schon 27 erreicht. Gut, das hilft mir nicht viel. Warum kriegt Tom so viel ab? Das ist schon krass. So, dann würde ich sagen. Gar nicht, wie lange wir schon unterwegs sind. Ich würde aber tatsächlich sagen, gehen wir zurück und verkaufen, auch wenn das jetzt hier irgendwie ein bisschen
die laufen nur hier, genau, die laufen. Das Feuer läuft nur durch diesen Raum. Jetzt können wir da schnell durchrennen. Und damit ist auch schon die Fackel weg. So, dann laufen wir eben zurück. Weil ich will ein wenig gewichtlos werden. Und ich will die Kappe reparieren vor allem. So. Oh, okay, das war eine Sackgasse. Ja, ich habe den Weg nicht 100% im Kopf. So. Da lang, hier hoch, da und dann durch die Dreiergänge. So, hier müssen wir aufpassen, dass wir uns das nicht verbauen, ansonsten dürfen wir das wieder freischaufeln. So. Hatte Meltas nicht ein Level Up? Gucken wir mal, ob er neue Zauber lernen kann. So. So. Und dann gucken wir mal, hier ist irgendwo der Zaubertypi. Das war, glaube ich, hier, Meister des Wissens. Der sich versteckt. Ist nicht da. Gut, es ist auch mitten in der Nacht. Kann ich nachvollziehen. Alle werden müde. Ist gut. Ah, da ist auch der Magier tatsächlich. Also war das eh der falsche Weg. So, der Magier ist hier. Und dann sagen wir einmal hier. Bitte schön, Leute. Nein, er kann nichts Neues lernen. Hast du mal was trinken? So. Dann würde ich sagen, gehe ich hier mal raus und draußen kann ich mich rasten. Und dann laufen wir eben zurück zum Laden und gehen nochmal rasten. Gehen nochmal einkaufen und reparieren. So, bis zum Morgengrauen. Ja, das mit den vielen Eimern ist doof. Es kann gut sein, dass wir die schon gar nicht mehr brauchen. Und nicht so dieses typische für einen Adventurer, ich bleib bei den Eimern, solange wie es geht. So, wir wollen die Kappe reparieren, aber erstmal gehen wir hier verkaufen. So, glücklicherweise muss ich nicht die Leute neu ansprechen, nur um mit jemand anderem zu verkaufen. So, ich kann einfach so machen und sagen, hey, hör mal zu, hier ist ein Dolch. Und hier ist das Zeug. Das Zeug. So. Satzira nichts drüber hat. Auch nichts zu verkaufen. So, hier ist die Axt, die wir verkaufen können. Und ja, ich könnte dafür zum Waffenhändler gehen, aber wie gesagt, der gibt uns etwas weniger. Das haben wir ja eben schon gemerkt. Bei dem Zettel, Moment, den muss ich mal eben aufheben. Bei dem Zettel, den ich hier geschrieben habe. So. Dann, so. Ansprechen. Und zwar, ich möchte nicht eine Auswahl der Waffen, ich möchte etwas reparieren lassen. Hier muss ich aber jetzt tatsächlich mit der richtigen Person ansprechen. Das heißt, ich muss einmal Rainer zum Chef machen. Und dann ansprechen. So. Dann kann jetzt Rainer auch die Kappe wieder anziehen. Und die zweite Halskette, da schauen wir mal. 11, 29. Ich glaube, das ist tatsächlich wieder was für Rainer. Hilft ihm gar nicht. Schutz 1 und sie hilft ihm gar nicht. Ach, das ist Schaden. Ich gucke an die falsche Stelle. 22, 22, 17, 11. Sira ist tatsächlich am schlechtesten geschützt. Dann kriegt sie die Halskette. Mhm.
So, dann geht's wieder nach oben. Und ihr gesagt, nach Norden. Und wieder in den Dungeon. Es ist natürlich doof, dass wir jetzt so viel Gewicht nur zum Tragen, aber okay. Wie gesagt, ich werde dann eher Sachen wegschmeißen. Eimer wegschmeißen. Und wenn ich am Ende noch einen Eimer habe und dann so, dann hergehen muss. Und ich ständig hin und her renne, aber es würde mich nicht wundern, wenn ich das Wasser jetzt schon nicht mehr brauche in dem Dungeon. Wenn diese Feuerplatten nur bis dahin waren, im 2D-Teil. So. Jetzt sind wir also im 2D-Teil des Dungeons. Mir sicher, jetzt geht das wieder. Nein, es geht nicht wieder zu. Okay. Das wäre sehr böse. Ah, wobei da ist auch nochmal ein Becken. Das kann gut sein, dass man trotzdem das Wasser braucht, weil da nochmal so ein Waschbecken ist. So, also hier geht es einfach nicht durch. Ich gucke mal hier die Wände entlang, weil hier sind sehr viele Gegner, die wir hören können, die aber einfach nicht da sind. Irgendwo auf der anderen Seite. Aber vom Soundeffekt haben die uns gehört. Oder wahrgenommen. Das ist halt, weil das Spiel nicht sowas hat wie Line of Sight oder so. Sondern einfach, wir kommen in die Nähe und dann kriegen die uns halt durch. Rennen schnell an dem Feuer vorbei. Und dann schauen wir mal. So, schauen wir mal hier. Ein Haufen alten Gerümpel. So, und auch hier die Wände sind nichts Besonderes, wenn ich auf die Übersichtskarte gucke. Ah, hier ist schon mal was Besonderes. Hier ist ein Spezial. Okay. Okay. Das heißt, die Monster stammen noch von dem Krieg, was interessant ist. Weil es sind ja Vanyaks, kann das heißen, dass die Vanyaks alle von diesem Krieg abstammen? Ah, hier ist ein Brunnen, okay. Ich kann die tatsächlich auch nicht angreifen. Ich muss warten, bis die mich angreifen. So, genau, das passiert auch jetzt. So, dann gucken wir mal, ob die Dornenschlinge schnell genug ist, um den hier einzufangen. Und greifen den anderen an und trinken nochmal einen Schluck Kaffee. Nein, die Dornenschlinge war nicht schnell genug. Dann machen wir das aber jetzt. Weil dann können die sich erstmal mit den Schwachen beschäftigen. So. Sehr schön, fehlt den Gegner. So ist es eigentlich normal. Wobei der Vanyuk 3 natürlich besser ist als die anderen. So, jetzt ist der schon mal ungefährlich. So, jetzt kann sie die Dornenschlinge noch an dem hier anwenden, damit der nicht weg kann. Okay, er hat sich bewegt, das ist schade. Aber dann wird er hier halt eben nochmal angegriffen von unserem Herrn Rainer. So. Na, kommt schon. Ja, Rainer trifft besser als Tom gerade. So. Okay, das ist tatsächlich wieder so eine Stelle, um die Eimer aufzufüllen. Also eindeutig der Beweis, wir brauchen hier die Eimer nochmal brauchen. Gut, dass ich so viel wie möglich mitgenommen habe. Wir laufen an der Gesichtskarte, wir laufen an der linken Wand entlang. Und ignorieren mal, was hier zu sehen ist. Okay. Und da sehen wir auch schon die Platten mit dem Feuer drauf. So, der kommt natürlich genau rein, sodass alle ihn angreifen können. Das machen wir jetzt auch. Das heißt, er hier sollte ein bisschen seine Magie lernen. Aber sie
geht einfach her und geht in den Nahkampf. Das müssen wir halt immer wieder ändern. So. Angreifen. Und angreifen. So. Und Tom ist vergiftet, kein Problem. Überhaupt kein Problem, denn wir können hier einmal heile Gift. So. Und dann kann er auch nochmal eine Heilung sprechen. So. Genau, wir ignorieren das jetzt erstmal und gucken uns erstmal hier um. So, dann haben wir hier die Dinger. Da können wir, das ist dasselbe, was wir aus der 2D-Welt schon können. Aha, wir löschen eine Flamme und die andere geht an den Sand. Okay, hier muss eine bestimmte Schalterstellung eingestellt werden, nehme ich an. Wir kommen auch so an diese Schalter dran. Das ist wahrscheinlich gar nicht so gewollt, dass ich jetzt hier von der Seite einfach so die Schalter auf andrücken kann. Aber es ist immer eins nur aus. So, und hier haben wir jetzt einen Holzboden. Ich komme so runter, so ein Holzboden. Ist natürlich blöd, dass es jetzt hier anfängt zu fackeln. Dann heißt das nämlich, dass, ich glaube, ich wechsle ständig zwischen dem, ich laufe der linken und ich laufe der rechten Wand entlang. Kann das sein? Hier rausgehen muss ich jetzt hier entlang. Okay, das sieht mir aus nach Falle. Wie gesagt, Falle mit Ausweichen. Gucken wir mal. Eine verschlossene Kiste. Und natürlich haben wir Dietrich hier mit. Wir können den Kristallgriffdolch nehmen. Und können Edelsteine mitnehmen. So. Dann schauen wir uns den Kristallgriffdolch doch mal an. Er hat Schaden 12. Und er hat nicht Magie wirken. Das bedeutet, er kann nicht verflucht sein. Schaden 12. So, und wer kann den nutzen? Der Druide auch. Aha. So. Dann nimmt er ihn doch auch. Oh. Das ist ein verfluchter Gegenstand. Doch. Schade. Das hätte ich... Ah, das Magiewirken ist dann nur im Kampf. Magischen Gegenstand benutzen heißt die Aktion. Und jetzt ist er natürlich super schwach. Kann nur noch 20 Kilo tragen. 8 kriegen wir einfach runter. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich hätte vorher speichern sollen. Ich gehe tatsächlich jetzt her und lade. So. Wir wissen jetzt, was auf uns zukommt. So, also einmal hier und die Gegner. Genau, so. Dann hoffen wir mal, dass die Dornenschlinge schnell genug kommt. Nein, kommt sie nicht. Also lassen wir es in Zukunft sein. So. Moment, ich kann doch auch... Das ist, glaube ich, sinnvoller. Der kann angreifen. Und solange der angreifen kann, ist es sinnvoll, die Dornenschlinge zu zaubern. So, ich hätte auch gucken sollen, was der Status ist. So, Tom ist nicht in Panik. Okay. So, dann greifen wir alle den in der Mitte an. Und sie wird die Dornenschlinge einfach auf den hier links davon an.
Und jetzt haben wir Zeit. Jetzt können wir erstmal die... Die Vergiftung kann ich nur außerhalb vom Kampf heilen. Okay, kein Problem. Ja, genau, sie ist noch im Nahkampfmodus. Dann machen wir einfach, macht einfach Turm die platt. So. So, das haben wir jetzt davon. So. Ja, Sira, die Halskette. So, wir hatten ja auch schon vorher das Zeug weggeworfen. So. Und dann soll sie einfach die Vergiftung heilen. So, einmal. Und zweimal. So. Eieiei, ich krieg gerade die ganze Zeit daneben. So. Die Tür aufgemacht. So. Dann haben wir hier den Raum mit dem Feuer. Das kriege ich eine Beschreibung noch. Gehen wir einmal durch den Raum durch. Ich habe tatsächlich gerade eine Idee, was wir hier machen können. Und zwar, das ist auch wieder so ein 3x3-Feld. Und beim letzten 3x3-Feld mussten wir ein Plus eingeben. Genau das mache ich mal. Die Platte sinkt erklärend mit ein. Das haben wir uns schon gedacht. Jetzt sind die gedrückt. Die sind auch weiterhin gedrückt. Sehe ich das auch auf der Karte? Ja, genau. Die sind dunkler. Und jetzt gehen wir mal her. So. 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 Ja, ja, ja. Genau in dieses Feuer reingerannt. Das ist natürlich nicht gut. Dann muss sie erstmal Meltas heilen. Können wir rasten? Ja, wir können rasten, das ist gut. Weil das heißt, heilt nämlich fast vollständig. So, wir haben jetzt das Plus. Da ist auch nichts drin. Die Tür ist fest verriegelt, es ist kein Schloss zu erkennen. So. Das Plus ist nicht die Lösung. Müssen wir vielleicht alle Platten drücken, weil rausgehen sie ja nicht mehr. So wie setten können wir das Rätsel ja nicht. So. Jawohl. Alle Platten einmal drücken ist die Lösung. So. Und dann uns hier mal um. Hier ist Zeugs. Da können wir den Dietrich mitnehmen, den wir später brauchen. So, und dann ist hier... Was ist hier? Ein Fass. Da ist nichts drin. Das hier ist übrigens auch nur Flavor. Das ist also nur eine andere Textur. Das ist kein nichts, womit man interagieren kann. Und eine Truhe. Und genau hier brauchen wir jetzt den Dietrich. Schweres Kurzschwert, der Name sagt schon. Das kriegt Meltas und dafür schmeißt er noch einen Eimer mit Wasser weg. Noch haben wir genug. So. Noch haben wir genug, dass wir uns das leisten können, die wegzuwerfen. So, jetzt haben wir auch was anderes gemacht als beim letzten Mal. So, laufen wir durch. Jetzt einfach rechte Wand entlang. So, das sind Stufe 2 Warnjaks, die dürften wir so besiegen können, einfach ohne irgendwelche besonderen Aktionen auszuführen.
So viel zu dem Thema. Die machen ganz schön Schaden. Ja, leichte Heilung ist der leichteste Zauber, den wir können. So. So. So, hier war noch eine Rümpel drin. Das ist wirklich nur Gerümpel. So, dann kommt der nächste Gegner. Die müssen wir jetzt einmal laufen lassen. So, der steht jetzt vor Tom. Das ist die Hoffnung, dass er da jetzt stehen bleibt. Und da können wir nämlich den einfangen und die anderen erstmal schön platt machen. Natürlich greift der Tom jetzt an. Klar, er ist auch verpflichtet. Aber dadurch, dass er angegriffen hat, wird er jetzt von der Dornenschlinge eingefangen. Und ist damit handlungsunfähig. So. Weißt du was? Ich mache einfach erstmal gar nichts. Ich gucke jetzt erstmal eine Runde nur zu. Genau, weil der läuft nämlich jetzt rüber, weil der will auch angreifen. Und dann greifen wir einfach ihn hier an. Das ist Alnoran. Sie heilt Tom eben und der greift an und Dreher läuft einfach über. So. Und damit sollten wir den platt kriegen. Genau. Das waren 42 Kilo, das Maximale, was er tragen kann. Ne? Da haben wir noch ein bisschen Platz. So. So, rechte Hand geht zu dem Brunnen. So, und dann haben wir hier wieder einen anderen Boden. Ne? Wenn wir jetzt hier gucken, ändert sich hier der Boden. Ja, das ist jetzt dieser Bereich hier. Das letzte Mal waren wir hier in dem Bereich mit dem Holz. So, weiterhin ich für Feuer. Hier ist eine Sitzgruppe. Aha. Eine alte Sitzgruppe. So, ich bin jetzt gedanklich, bin ich jetzt hier an der Wand entlang. Und hier ist auch nochmal ein Hocker. Alles schon ziemlich kaputt, weil halt es schon lange nicht mehr benutzt wurde. Und das hier ist Billboarding, ne? Das ist ein Bild, das guckt uns immer an und das funktioniert halt bei runden Objekten super hier auch. Bei den Iskai haben sie es ja genauso gelöst. Deswegen laufen die dann auf einmal seitwärts. Oh, ich habe vergessen. Tom zu heilen. So. So, da bin ich eben geblieben. Gut, okay, und hier ist eine Tür, da kommen wir noch nicht durch. Beziehungsweise ich kann sie manipulieren. Die geht sogar auf. Und dann gehen wir doch mal hier. Sollten wir hinkriegen. Vor allem, wenn wir jetzt hier sagen, Dornenschlinge und eigentlich sage ich jetzt alle auf den in der Mitte und er soll den Feuerball lernen auf den da oben. Boah, Mist. Da greift natürlich Meltas an, weil Meltas der Schwächste ist. Problem. Der kann nämlich seine Heilung auf sich selber anwenden, weil die natürlich sehr stark ist. So. Zweimal. Eigentlich wollte ich die Heilung abschalten. Aber gut. So. Wie viel kann der tragen? 30 Kilo. Das ist auch schon knapp. 19 von 20. 35 von 39. Also müssen wir jetzt hier unsere Sachen hinbringen. So, dann gehen wir einfach her und sagen, ich mache das mal aus. So, schauen wir mal hier. Da
ist nichts Besonderes tatsächlich. Und nochmal auf die Karte zur Sicherheit. Ja. Dann können wir jetzt hier entlang gehen. Der Wand lang. Und finden noch einen Kristalldolch. Das ist toll, weil der ja einen Blitzschlag kann. Und noch so einen Edelstein. So, und dann gehen wir her und kippen hier nochmal Wasser aus. Und jetzt muss Tom das Wasser auskippen. Das Schöne ist, dass wir jetzt natürlich alle mit mir tragen können. So. Drei waren da. Mal gucken, dass ich es nicht verpasst habe. Eins. Eins. Das ist schon, ja genau, eins, zwei, drei, genau. So, wir nutzen Fackel. Und da sind wir schon hier durch. Dann speichern wir mal. So. Und da werden wir angegriffen nochmal. Gut, das ist ein vergleichsweise einfacher Angriff, weil da ist nur ein Zweier dabei. Und das andere sind alles unsere. Da hätte ich jetzt erst noch Befehle geben sollen. Naja, wurscht. Man sieht, die könnten uns jetzt gar nicht so viel anhaben. So, natürlich greifen die, die vorne stehen, die an, die dich drin nicht angreifen können. Und den kleinen Feuerball schießen wir da hinten hin. So. Geht doch. So. Jetzt kann Dreher einmal hier nach vorne angreifen. Rainer hätte hier auch noch mithelfen können. Naja, dann hau halt ab. So, jetzt hat Tom natürlich viel mehr Tragekapazität wieder. So. Heilen Tom eben mal kurz. So. Dann geht es jetzt hier so lang. Rechte Wand entlang. Ah, hier ist ein Fass. Da ist auch noch eine Flamme. Das ist jetzt hier so das magische Ding quasi. Also die Flamme selber ist nicht magisch, sondern der magische Trick ist, die Flamme auszumachen. Mit dem Wasser. Und ich würde sagen, zum Thema Ausmachen, ich mache jetzt mal die Aufnahme aus und nehme danach die nächste Folge auf, weil es ist gerade so spannend, dass ich einfach nur Bock habe, weiterzuspielen. Aber ihr seht das trotzdem erst nächste Woche. Also bis dann. Ciao, miau.